Dankeschön. Ach, ich wollte schon sagen, ja, ist ja gut. Ich wollte schon sagen, schön, dass ich hier sein kann bei Mario Barth. Ich komme schon ganz durcheinander. Natürlich bin ich bei Stefan Raab. Entschuldigung, aber ich bin überall. Nächste Woche bin ich bei Dieter Nuhr. Am Montag war ich beim Orden wieder dem tierischen Ernst im Karneval. Das war geil. Karneval ist einfach lustig, oder? Die Kölner wissen das. Aber das ist mit dem Kabarett, da muss man jemand sagen, ach, der Islam, ne, das ist alles so schwierig mit dem Islam. Ne? Der Karnevalist sagt einfach, was, Islam? Ist egal. Hauptsache der Zug gehört. Ne? Wie wir alle sagen würden, ne? Heute fährt die 18 bis nach Istanbul. Istanbul, Istanbul, wir haben lecker Kirschwein und den Liegestuhl. Ja, da ist ja Stimmung im Saal, ja, leck mir am Arsch. Ja, aber das ist wirklich, ich merke schon, ihr seid auch so ein bisschen depressiv, kann das sein? Ja, so ein bisschen scheiße drauf. Wir sind ja alle, wir sind, vor allen Dingen die Männer ist mir aufgefallen, die sind alle scheiße drauf. Wir sind alle der BVB, dem Geschlechterkampf. Wir sind alle scheiße, alle sind nicht bekloppt, sondern Kloppo sind wir alle. Wir sind immer, mach doch mal das Radio an. Was hörst du? Depressive Männer singen, Andreas Burani, ja, Adel Talwil, das ist die ganze musikalische Resterampe von Xavier Naidoo. Ich kann es nicht mehr hören. Kennt ihr doch Xavier Naidoo, wie ich immer sage, the Godfather of Eierstock Vibration. Immer scheiße drauf. Dabei hatte ich schon Hoffnung. Da war doch mal dieses, wie sind nur noch Revolverheld. Da hab ich gedacht, Mensch, Revolverheld, endlich mal was Männliches, geil. Revolverheld, das klingt nach einem Typen, Knarre in der Hand. Ich spalle euch alle weg, Kippe im Maul, cooler Typ. Und was singt der Revolverheld? Ich lass für dich das Licht an, obwohl es mir zu hell ist. Ich höre mit dir Platten, die ich nicht mag. Was für eine arme Sau, meine Güte. Wo soll denn das hinführen? Wo soll, ja. So war. Überall. Aber das Geile ist ja, Männer sagen ja nicht Depression, Männer sagen, ich hab Durst nach Bier. Ja, die können damit nicht umgehen, die können das ja nicht zugeben. Die sagen, ich hab keine, gluck, gluck, gluck. Ja, und wenn Männer Depressionen haben, machen die auch nur Scheiße, das fällt ja auf. Ne? Diese ganzen Salafisten, Dschihadisten, ne? Diese ganzen Hooligans, alles depressive Männer, Amokläufer, das ganze Dreckspack. Ne? Entweder gehen sie in die Politik oder ins Dschungelcamp, ne? Alles depressive Männer. Ne? Die sind alle Scheiße drauf. Ja, Frauen machen das auch nicht. Frauen haben viermal häufiger Depressionen als Männer, fallen aber öffentlich nicht so unangenehm auf, stimmt's? Ja, warum? Die sind geübt. Nicht, die haben das jeden Monat, mir geht's halt scheiße. Ja, dieses PMS, ne? Da sind sie ganz schön, ja. Und dann stehen die Männer daneben und sagen, boah, schon wieder kein Sex, Mann, ey. Es ist der Pilz gerade abgeheilt, jetzt geht er mit der Bluterei gleich nahtlos weiter. Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, frech. Ist hier wieder Scheiße drauf. Ja, also, Das wäre doch mal schön, wenn Männer sagen, ich menstruiere mit. Ne? Gemeinsam um die Wette menstruieren. Ne? Sie haben. Ja, natürlich wäre das super. Muss ja nicht gleich bluten sein. Oder warum auch nicht? Sollen die Männer doch mal bluten? Einmal im Monat? Natürlich, klar. So nach der Arschrasur geht das. Die Männer müssen. Ja, müssen wir doch machen, seien wir ehrlich. Du kannst die Zottel ja nicht stehen lassen, du rasierst bestimmt auch. Ne? Ja, ich mein, ja, er redet nicht mit mir. Männer, nee. Ich gehe da höchst mit dem Lötkolben durch. Es ist furchtbar. Ne? Und dann stehen sie doch wieder alle heimlich unter der Dusche und kratzen den toten Winkel aus. Ich weiß es. Ich mach's doch genauso. Ne? Stehst du unter der Dusche, wenn keiner guckt. Rat, 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 rat. Ne? Das Blöde ist, du siehst ja nichts. Hängt alles davor. Ja, ja, ist ja klar. Du brauchst einen Außenspiegel, dass du überhaupt irgendwas erkennst. Kann man sich so dran finden, dann kannst du so. Das Blöde ist, du hackst ja doch immer daneben. Da kennt er alle, ne? So ein Schnitt am Arsch, das blutet wie so. Dann läuft das Blut am Bein runter und siehe da, der Mann menstruiert. Nee, aber der Arsch muss schön sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Wem haben wir das zu verdanken? Till Schweiger, um den auch mal ins Gespräch zu bringen. Der immer mit seinem Arsch, dieser Eitelkeit, immer sehe ich, nehme den Hintern. Bei diesem letzten Teil, die haben ja jetzt drei, die drehen gerade wieder ein. Der erste war mit der Ballerei, beim zweiten hat er losgefickt. Beim ersten, wirklich, du schaltest eine, ich sitze mit meiner Tochter auf dem Sofa, die guckt mich an, sagt, Papa, was ist das? Ich sage, das ist ein Arsch. Nee. Fragt sie, ist der echt? Nein, sage ich, ist gedubelt. Sagt sie, von wem? Von mir. Nee, muss ich ja irgendwas einfallen lassen. Aber es ist wirklich, jetzt dreht er, wie gesagt, den dritten Tatort. Wer spielt mit?
Helene Fischer. Helene Fischer beim Tatort. Was macht die denn da? Liegt die da tot am Boden? Ich weiß nicht. Till Schweiger beugt sich drüber. Lass mich mal was aufbringen. Ich ruf einen Krankenwagen, wir atmen nicht mehr. Dann springst du auf atemlos durch die Nacht. In diesem Sinne, schönen Abend noch. Dankeschön.